Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Together mit Haba und Nico. Ich muss jetzt vorlesen. Sorry. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Kapitel 2, Entdeckung auf Kamino. Da die separatistischen Aktivitäten weiterhin die Galaxie destabilisieren, untersucht Obi-Wan Kenobi den Mordversuch an Senatorin Padme Amidala. Zusammen mit seinem Astromech-Droiden R4-P17 verfolgt der Jedi-Ritter die Spur eines vergifteten Pfeils bis zum entlegenen Planeten Kamino zurück. Gut, fünfte Aufnahme dieses dummen... Dritte, übertreib mal nicht. Ich hasse dieses Level. Da fehlt die Aufnahme irgendwie immer. Das ist zwar schon wieder Ewigkeiten her, dass wir das letzte Mal gemacht haben, aber... Außerdem ist das Level extrem lame, weil einer nur als Droide spielt. Ja, nach der Hälfte wechseln wir wieder. Ja. Haha, du Opfer! Oh mein Gott! Ja, weil ich bin jetzt dieser coole Droide. Und darf hier halt rum. Weil es eigentlich voll unfair ist, weil am Ende geht eigentlich erst die Action ab. Ja, okay. Stimmt. Ja, und irgendwie gibt es in diesem Level auch einen Hardcore-Bug. Ja. Der manchmal funktioniert und manchmal dann auf einmal nicht mehr und ja, da müssen wir dann ein bisschen rumprobieren, ein bisschen offscreen, dann könnte das noch funktionieren. Hier muss ich es nicht drüber, ich muss gar nicht probieren, wir werden sterben. Aber ich glaube, da drüben ist doch ein Minikit. Glaube ich auch. Nur zeigen, wir haben es. Money. Jetzt komm, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Geld. Doch. Klar, wir sind ja YouTuber. Nur, ach nee, wir sind nicht YouTube-Partner, das gilt gar nicht. Ja, stimmt. Also hier oben ist ein Minikit, könnt ihr dann holen, wir haben es schon. Wie gesagt, dann dieses Level. Hochfahren und dann... Man müsste da sogar ein freies Spiel mit Jar Jar Binks hin. Aber was ich sagen muss, das ist ja schön. Ich bin tot. Dass die Aufnahme läuft wieder richtig flüssig im Vergleich zum letzten Mal. Ja, weil da hat mein Lüfter nicht funktioniert. Ja. Komischerweise funktioniert der jetzt wieder. Ja. Ich hab nichts dagegen, aber... Fail. Klassischer Wackelkontakt. Wackelkontakt. Ja. Manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Wackelkontakt. Nur irgendwie finde ich es überraschend, dass du nur mit 10 FPS aufnimmst, obwohl das so flüssig läuft. Ist doch egal. Nee, weißt du, ich dachte, weil du gerade runtergefallen bist. Ach so. Ja, okay, das könnte ja bei einem Droiden auch ein Wackelkontakt sein. Ja, okay. Hä? Aber das sind doch mehr wie 10 Bilder pro Sekunde. Ist doch egal, Mann. Oh, und 11. Hier können wir euch was Tolles zeigen. Oh ja. Mach mal auf. Mach ich. Nämlich einen tollen Besen. Da können wir hier so schön durchfegen. Ja, und der fegt jetzt hier im Kreis rum unendlich. Und jetzt lass ihn mal los. Warte. Einmal muss ich ringsrum fegen. Sonst ist hier dreckig. Und warum regnet es hier auf einmal? What the fuck? Okay, jetzt müsste er dann gleich wieder kommen. Moment. Hallo. Oh. Wo ist jetzt der Besen? Ah, da. Ah, da kommt er. Auf jeden Fall finde ich das voll cool. Ja. Und da kann man wirklich im Kreis fegen. ich glaube, ja. Sonst gibt es hier nichts mehr. Nee, sonst gibt es hier nichts. Gut, dann kommt die erste lame Stelle jetzt. Aber letztes Mal haben wir das ganz gut hinbekommen. Zu zweit geht das ganz gut. Boah, zu zweit sogar ganz easy. Aber allein ist das echt schwierig. Ja, allein ist das echt behindert. Ja, komm, komm. Ja, du musst, ich kann ja nicht. Ich weiß. Ja, und hier sieht man die Embryonen der... Embryos. Ich sage Embryonen. Ich finde Embryos hört sich... Schreibt's in die Kommentare. Was wirklich der Fall ist. Embryonen oder Embryos? Ich finde Embryonen hört sich edler an. Das hört sich so wissenschaftlich an. Ja. Aber ich finde Embryos hört sich trotzdem besser. Ich glaube ehrlich gesagt, dass beides geht. Könnte sein, aber naja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich bin kein Deutschlehrer. Sind wir ja hier um die Klonarmee. Nein, wir sind nicht hier, um die Klonarmee zu begutachten. Nur, das bekommen wir dann von den Kaminoanern mitgeteilt, die übrigens verdammt hässlich sind.
Ja. Aber die Klonarmee wurde ja von, wie heißt jetzt auch nochmal? Boba Fett? Nein. Ach, der Meister Seife Diaz. Genau. Meister Seife Diaz. Mach du das mal, ich kann ja hier nicht wirklich. Ich krieg das nicht so ganz. Ist das jetzt Ding? Wie heißt er jetzt? Ja. Qui-Gon Jinn, weil... Nein, ich glaube nicht. Ja, aber anscheinend ist der Seife Diaz da. Oder keine Ahnung, wie der heißt. Obi-Wan sein Meister gewesen. Hieß es im zweiten Teil. Oh je, keine Ahnung. Vielleicht hat er auch noch einen coolen Spitznamen. Ja, die haben ja alle noch irgendwelche coolen, komischen Namen. Ja, die haben alle 25 Namen. Ja, auf deinen komischen, du hattest da doch mal so coole Karten, wo alle drauf standen. Mhm. Ja. Ja, hier ein... Wir Puzzleteile aus, also wir lassen uns hier ein paar Puzzleteile aus dem Kaffeeautomaten raus. Genau. Womit wir dann hier das Bild, schicke Bild hier von... Und wir können das ändern. Jango Fett, Boba Fett. Nein, Jango Fett. Genau. Zusammen basteln können. Und... Oh mein Gott. Und der Hintergrund, diese Klone wurden aus der DNA von Jango Fett geklont. Ja, ja. Genauso wie sein Sohn Boba Fett. Nur ohne Wachstumsbeschleuniger. Ich sag das so verdammt gern. OMFG. Wehr mal bitte ab, genau. Perfekt. Ah, ich wurde in Lego-Teile zerstückelt. Geld aufsammeln. Können wir tauschen? Oder ist noch nicht? Ein bisschen. Okay. Weil du darfst ja nachher Endfight und so machen. Achso, ja, okay, stimmt. Ja, sehr schön, Mini-Kit verpasst und so. Oh, nein, egal. Okay, komm, mach du. Eins, zwei, drei. Fail, sorry. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, ich habe falsche Taste gedrückt. Und hab dich gemachtet. Du Idiot. Voll mies. Hahaha. Scheiße. Ja, so viel zum Warte. Thema. Warte. Boom. Lol. Das fliegt einfach nicht los. Du musst da, glaube ich, weiter oben fliegen. Nee, nee, das muss ich schon so machen. Ja, so weit fliegt der ja nicht. Ach, du Penner. Du bist gegen das Geländer geflogen, oder? Wie ging das jetzt auch nochmal? Nein. Ein bisschen weiter oben musst du schon. Er fliegt ja noch eine Weile, also es müsste gehen. Das war jetzt zu. Nein, perfekt. Lol. Okay, dann war es doch andersrum. Hm. Gehst das jedes Mal. Also, nicht, dass die explodieren, sondern dass ich da nicht springen kann und das dann nicht schaff. Hier, Doppelsprung, wie wär's? Ich habe schon wieder... Jetzt hat's gerade geleckt. Ja, ich habe schon wieder kein Geld und hab's voll drauf und hier wieder zurück. Doppelsprung, hallo. Und wieder zu- Die Taste funktioniert nicht gescheit. Ich verarsche ihn gerade ein bisschen. Ah, jetzt hat er's gemacht. Gut, und jetzt bin ich dann mal gespannt, ob diese dumme Stelle funktioniert, sonst krieg ich einen Anfall. Halt, da drüben ist noch Geld. Oh. Ja, ich sammle ja keins, ich sterbe ja sowieso gleich wieder. Das ganze Geld, wo du vorher liebevoll aufgesammelt hast. So. Ich bin hier vor die D2-D2-Sparkasse. Unglaublich. Overpowered. Jetzt kann ich da nämlich rüber. Weil normalerweise sind wir immer über den Knopf gelaufen, haben ihn gedrückt, passiert. Und der wurde nicht grün. Also. Weißt du, was auch mal geil wäre? Extrem geil. Halt, warte mal. Ja, das war was genau... Was war das jetzt für eine Aktion? Das, was ich hier wollte. Du wolltest die Lampen anmachen. Nein, eigentlich wollte ich das Ding hier hochheben, aber das geht irgendwie auch nicht. Okay, mach ja, einfach. Ja, wenn er zu... Nee, das ist ja nicht R2-D2. Halt, wenn der Droide da drüber fährt, auf einmal kommt ein Windstoß und fährt ihn weg. Genau. Lol. Ich finde das Geräusch cool, wenn der Droide am Verrecken ist. Ich auch, aber wieso? Um Gottes Willen bin ich hier gerade gestorben. Ja. Ach jetzt nee, jetzt kommen hier die komischen. Wolltest du die mal killen? Ja, du müsst mir da zur Seite stehen. Und. Lenk du sie ab! Und muss die Luken dicht machen. Ich erledige den Rest. Ja. Wir haben das einmal ohne die Luken zu schließen gemacht. Ist verdammt schwierig, aber möglich.
Moment. Der Druide muss das ganze Feuer auf sich lenken. Du hast nur eine Lücke zu. Ja, ich weiß. Aber ich habe mich von der Lego-Teile da gar nicht gesehen. So. Danke. Was nicht, das wollte ich. So, guck mal, da tanzt deine Frisur rum. Okay, du kannst. R2-D2. Nein, nix R2-D2. Entschuldigung. Schreite zur Tat. Und wir verfolgen Django auf die Abflugplattform. Genau. Mit epischer Musik. Abflugrampe. Und er zückt seine Revolver. Und wir unser Leisenschwert. Nein, ich. Oh. Ich zünd meins auch. Und der Sohn fliegt einfach ohne ihn weg. Muhaha. Endlich Fernsehen ohne Ende. Genau. Ich aktiviere hier mal die Laserteile da. Ja. Um den Sohn mal ein bisschen zu. Ich. Ja, keine Ahnung, wie ziehe ich den gar nicht. Ich kann den schlagen, wie ich will. Ah doch, jetzt geht's. So, jetzt erhebt er sich einfach in die Lüfte und spielt einen auf. Was macht der Typ hier? Irgendwie wehre ich die Schüsse ab und sie treffen mich. Trotzdem. Jetzt hat er mir voll den Headshot verpasst. Headshot! Ja. Ist ja jetzt auch mal. So, alle Laser aktiviert. Kann chillen. Ja, ich sollte nur eines von den seinen Geschossen richtig treffen. Er trifft mich zwar auch nicht. Kann ich den irgendwie so schocken? Du sollst mich gar nicht abschotten, ich brauche ja dem seine Laser. Oh. Wow. Das war Nikos Türe. Du kannst die Dinger wieder anmachen. Alter. STFU. Ich bin da zu langsam, ich muss da im richtigen Moment Macht einsetzen, sorry. Ich muss da weiter wegstehen, sonst geht das nicht. Warum setzt er die immer gegen mich ein? Jetzt habe ich den gekriegt. Gut. Sehr schön. Oh, lass es verziehen. Du bist Ich hab ihn dir geschockt. Ah, nein! UMFG. Bitte! Nicht! Er hat mich getroffen. Aber komischerweise ist er nicht tot. Ja, war im Film leicht anders. Bisschen spektakulärer. Bisschen mehr Action. Aber diese Szene ist immerhin dabei. Ja. Obi-Wan befestigt einen Peilsender an dessen Raumschiff. Genau. War gerade im Flugzeugmotor. Ah, okay. Und wir fliegen nach Geonosis. What the fuck? Woher kennst du den dummen Namen? Geonosianer. Okay. Jemand, der den Film gesehen hat, der weiß den Namen einfach. Ich habe den Film, ich weiß nicht wie oft gesehen. Ja eben, ich auch. War wahrscheinlich den Film, den ich mit dir zusammen am öftesten angeguckt habe. Also, wir sehen uns ein weiteres Mal, nächstes Mal. Wir hören uns. Nein, wir sehen uns über das Mikrofon. Ja, so ähnlich. Bis zum nächsten Mal.